Blick über das Wattenmeer. Ja, und da sind sie, unsere Butterhirsche und Milchelche. Ja Leute, jetzt sind wir hier in Emden an der großen Straße und bummeln mal so ein bisschen durch die Stadt. Hier sind wir am Ottohus. So, jetzt haben wir mal zwei Karten für eine Hafenrundfahrt gegönnt. Thank you.
wie Hamut, der Vierführer. Halben Meter Fleisch mit Meersalz, Sauercreme, Krautsalat, Bauernbrot entschieden. Das Dessert erlauben wir uns mal dies hier. Das sind drei verschiedene Mousse mit Preiselbeeren, Schokolade und einer Waffel. Und ein Minzeblatt. Ja, hier gab es jetzt mal 5 Sterne Essen zu Frittenbodenpreisen. Das haben wir natürlich gern genossen. Ja, guten Tag Leute, ich bin wieder euer Charlie. Wir fahren heute nach Borkum mit der Fähre, mit dem Katamaran und wollen da einen Tag verleben. Ich werde ein paar Aufnahmen machen. Ja, schauen wir mal, wie dieser Tag verläuft. Das ist die normale Fähre hier, die normale Autofähre. Die fährt von Borkum nach Emden und zurück und Borkum natürlich. Ja, und hier geht es auf die offene See ganz hinten. Da sieht man Krabbenkutter, die gerade in den Hafen einlaufen. Sieht ja aus wie ein Flugzeug. Raus zur Nordsee, Richtung Borkum. Oh, jetzt sind wir schon im Dollart. Quasi Wattenmeer. Oh, jetzt gibt Gas. Jetzt geht's los. Thank you.
der Leuchtturm von Borkum. Jetzt hier unten am Strand, der ist ungefähr, mal schätzen, 5 Kilometer bis zum Wasser noch. Eine riesige Sandwüste. Da hinten ist die Nordsee. Das da hinten ist die Robbenbank und die schwarzen Flecken, das sind alles Robben. Ja, das sieht hier bald aus wie eine Sahara. Da hinten sind auch noch Sanddünen. Die sehen aus wie Fata Morganas. Ja, das ist eine Strandkrabbe, eine Strandschwimmkrabbe, die hat hinten Flossen. Ja, hier nochmal so ein Blick über dieses gewaltige Sandmeer. Geht wirklich von Horizont zu Horizont, es ist gewaltig. Das ist eine Kompass- oder Feuerqualle. Also die tut schon echt weh, wenn man damit in Berührung kommt. Auch diese Herzmuscheln findet man hier am Strand. Ja, das ist einfach nur herrlich hier durch diesen Sand zu gehen, wie Puderzucker. Das ist die Schale einer Auster, eine Felsenauster, die kommt mittlerweile auch in der Nordsee vor. Thank you.
bald sie wieder auf der Promenade. Ah, diese Strandkioske hier, sowas ganz Tolles. Ich leg mal alles. So, das wird sich jetzt einfach mal gegönnt. Ah, hier schon mal Aal. Ja, so ein bisschen was für sich tun sollte man auch. Thank you.
fertig, wir sind wieder im Katamaran und wir fahren jetzt wieder nach Emden. Ja, gut. Dann sehen wir, was wir morgen machen. Wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Tschüss. Ja, heute sind wir in Norddeich und wollen hier mal ein bisschen gucken. Wasser da, aber der See fällt trocken. Und da ganz hinten, da ist die Insel Jüst. Ja, von hier aus hat man einen herrlichen Blick über das Wattenmeer, was gerade trocken fällt. Das dauert allerdings noch 2-3 Stunden. Und dann ist das hier ganz wattig und schlammig. Aber es ist ganz fantastisch. Man kann quasi zugucken, wie das hier trocken fällt. Das geht in einer Geschwindigkeit, das ist Wahnsinn. Ja, das ist eine komplette Auster hier, die lebt noch. Könnte man quasi jetzt verspeisen, aber das tut man nicht. Jetzt sind wir in Greetsiel.
Ja Leute, heute fahren wir mal ganz kurz entschlossen nach Norderney mit der Fähre rüber. Ja, schauen wir mal. Na, da sind jetzt kleine Einsiedlerkrebse. Die wuseln jetzt hier rum. Thank you.
hier ist ein Wegweiser zum Kilimandscharo, sind es 6887 Kilometer und zum Grand Canyon 8521 Kilometer, also quasi um die Ecke. Promenade hier in Norderney. Ja, das war der Tag auf Norderney. Gucken, was wir morgen machen. Ich sag mal erstmal Tschüss und schauen wir mal. So, heute fahren wir mit dem kleinen Boot durch die Grachten hier in Greetsiel.
kommt der nächste, da ist auch ein Haufen Krapfen drin. Ja, hier in Knokke kann man wunderbar laufen. Das sind kilometerweite Wege. Direkt am Meer. So, wir befinden uns jetzt hier. Und hier ist wohl das kleinste Standesamt der Welt. Hier kann man heiraten.
das Schöne ist, freitags geht die Fähre von Norderney auch um 23 Uhr noch nach Nordeich. Und diese Fähre nehmen wir gleich.